Oder? Der lebt noch. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Der war alle der Raketenwerfer. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Ach, komm schon. Welcher Idiot hat hier zugemacht? Wir müssen leider einen Umweg nehmen. Hey, was weißt du über dieses Monster? Terminator? Alien? Das sind umgebaute Film... Okay. Der kennt man doch. Ist doch der Spruch schlechthin, ne? Mensch, wie heißt denn der gerade, der Film hier mit Tom Cruise? Mit dem Scientologen-Chef hier überhaupt? Mit dem Flieger. Maverick nicht. Wie heißt denn der? Tomcat? Nein, wie heißt denn der? Oh. Denkst du, ich komm drauf? Aber das ist der Film dazu. Die Adaption. Ich komme jetzt nicht drauf. Top Gun, genau. Das ist Top Gun. Sieht auch aus wie Top Gun. Und der sieht aus wie... Oh, wie heißt denn der? Er hat in Komödien unter anderem mitgespielt, in amerikanischen Verarschkomödien. Komme ich aber nicht drauf. So. Nicht. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Warum ist der Ton so leise schon wieder? Ich habe doch alles hier auf volle Pulle gezogen. Oder liegt das am großen Dynamikbereich? Weiß, was er will, und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Hör zu, ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service, kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Wow. Wovon redest du da? Wir sind nur hier, um zu helfen. Was hast du gegen Umbrella? Was hast du gegen Umbrella? Oh mein Gott. Deine Firma ist für diese Infektion verantwortlich. Ja, über den ganzen Kram weiß ich nichts. So sieht doch aus, ne? Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Komm, hier geht's lang. Ich trinke doch gerade noch was. Warte mal bitte. Hier, Vorsicht, rutschig. Dinobites. So tasty, they might go extinct. Das ist doch hier, M&M's sind das doch, oder? Eindeutig. Lobster. Mhm. Will robots surpass humanity? Der sieht aus wie Einstein da oben. Mhm. Clowns, ne? Der Unterbodenbereich ist schimmelfrei. Ja, das kann sein. Astro Crunch, Freak Cinema. Mhm. Hey Captain, diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese niedliche Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot.
Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten. Da hinten war ein Kopf. Noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ich komme doch gerade von der Straße. Ist gut? Nein, ich hab's noch nicht gespielt. Überhaupt nicht. Sprich, das ist mein First Play. Die haben ihn ordentlich zugesetzt. Und warum stehen da mit Waffengewalt da drin? Diplomatische Umnieten. Oh, ist das warm. Lass mich raten, ich muss jetzt hier durch. Da können nämlich die Zombies nicht lang, weißt du? Wegen der Ware, die hier steht. Ja. Ich spiele es auch nicht auf schwer, ja? Also für alle, die jetzt nachfragen, ob ich schwer spielen möchte, nein, spiele ich nicht. UBCS Handbuch zur Munitionsherstellung. Auf dem Schlachtfeld ist eine Knarre ohne Muni so nützlich wie ein feuchter Furz. Man kennt's ja, ne? Wenn ihr da draußen nicht abkratzen wollt, hämmert euch diese Kombination ins Hirn. Zweimal Schießpulver. Schießpulver plus hochwertiges Schießpulver und zweimal hochwertiges Schießpulver. Wenn ihr euch ausgestattet habt, kann die Party starten. Gebt diesen untoten Drecksäcken was zu fressen. Passt nur auf, dass ihr nicht selbst zum Nachtisch werdet. So, wie sieht's hier aus? Umnieten. Eindeutig. Diplomatisch überhaupt nicht. Okay. Ja, das ist wohl eindeutig, wa? Oh, du, guck mal hier. Munition. Sehr schön. Comic Books. Mega Man Fighting Robot. Piracy Under the Waves. Sind das Spiele? Ja, Comics, ne? Ja, eben drum. Ich spiele auch ganz leicht. Und nicht nur wegen des Sturmgewehrs, sondern einfach nur, weil ich ja das Spiel genießen möchte und nicht mich frustrieren lassen möchte. Haben wir beim Dings auch gemacht. Und zwar so drastisch, dass ich Mr. X auch rausgepatcht habe. Weil das war mir zu stressig. Und wenn es zu stressig ist, dann... Also zumindest in der Situation habe ich keinen Spaß. Und wenn ich keinen Spaß habe, hat der Rest keinen Spaß. Also wie sagt man so schön, ein forderndes Gameplay an der Stelle wird man hier nicht fündig werden. Zumal es ja eigentlich überhaupt nicht mein Genre ist. Ne? Ich spiele ja Spiele, die eigentlich überhaupt nicht in mein Beuteschema passen. Nein, war auch nicht anders gemeint oder festgestellt. Ich erkläre es nur. Weil es gibt ja den einen oder anderen danach auf YouTube im Kommentar und so weiter. Und deswegen ist einfach nur eine Feststellung. Weil das Spiel wird sich schon was dabei gedacht haben, dass es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gibt. Ne? Nicht so wie bei, keine Ahnung, Dark Souls und Souls-Spiele, ne? Wo es halt nur einen gibt, und zwar höllisch, wird es ja was dabei sein. Die Kannibalenmorde, die ganze Geschichte. Im Morgengrauen des 25. September hielt das RPD einen verzweifelten Anruf, der einen Überfall meldete. Ein als wie ein Herumtreiber zerzauster Mann griff einen Passanten nördlich des Lambs Museums of Art an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden beim Müllcontainer in der Nähe die verstümmelte Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihren Körper und sie war zerstückelt worden, was nahelegt, dass sie gefressen worden war. Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der sich diesen Monat in Raccoon City ereignete. Wer ist also der Täter? Wer kaut auf Menschensteak? Wir vom News Comet haben das nagende Gefühl, dass die Patienten der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandelt, sich nicht mit dem Cafeteria-Essen zufrieden geben. Unsere Reporter haben das Spencer Memorial infiltriert, harte Fragen gestellt und sind mit Horrorgeschichten zurückgekommen, bei denen sich einem der Magen umdreht. Erfahren Sie alles auf der nächsten Seite.
Ja, aber er taucht ja bloß auf und rennt hinterher und man ballert den. Aber X war ja, kurzer Exkurs, also zumindest mein persönlicher Eindruck von Mr. X war ja, er war ja überall. Also es war ja nicht so, dass ich ihn in der einen Hälfte hätte parken können und wäre in die andere Hälfte gegangen. Er tauchte ja irgendwann auf und er wusste immer, wo man ist. Und das ist das, was ich an Spielen dann nachher nicht so leiden kann, wenn das Spiel schlauer ist als der Spieler. Na klar ist KI immer schlauer als der Spieler letztendlich. Deswegen muss man ja KI dann dumm machen. Das Spiel oder der Computer weiß ja immer, wo man ist und was man gerade hat, welche Ressourcen, wie tot oder nicht tot man ist, ne? Aber Mr. X, der sollte zwar einen gewissen Eindruck hinterlassen, ja, hat er auch definitiv mehrfach, aber es gab für mich keine Möglichkeit des Fliehens und des Nachdenkens und so weiter. Das Spiel ist an vielen Stellen schon stressig genug, jedenfalls für meine Dafürhalten, ne? Genau, Mr. X war ziemlich nervig und den konntest du nicht irgendwie in den Dings. Warum steht da Exit und ich komme nicht durch? Ah, okay. Der. Jill, hier Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Also ich werde es in der Regel nur durchspielen. Also das ein oder andere DLC ist ja auch noch fällig. Dürfen wir auch nicht vergessen, ne? So, grünes Kraut. Da sind wir jetzt langsam wieder in den normalen Modus. Was haben wir hier? Schießpulver, okay. Und nochmal Schießpulver. Wir haben jetzt also mehrfach Schießpulver. Objekte kombinieren. Danke. Konnte man das nicht vorher ziehen? Nee, ne? Okay. Pistolenmunition. Hatten wir nicht vorhin auch schon welche? Ah ne, die habe ich ja nachgeladen. Ja, Hinweise, ist alles okay. So, ist hier eine Schnellwahl? Nee, natürlich nicht. Oh, ich muss höllisch aufpassen. Weil, hier. Vielleicht sollte ich nicht hier vorne hinpacken. Das liegt standardmäßig auf der Maustaste. Ich glaube, ich würde das lieber, warte mal. Ich würde es lieber auf eine andere Maustaste nehmen. Tastenbelegung. Und zwar ist hier, ach, guck mal, hier da. Ach, das ist, nee, Nachladen ist auf dem Dings. Okay, deswegen, jetzt haben wir das. Da ist Nachladen. Okay, ich glaube, das ist besser. Ah, okay, gut, gut zu wissen. So, G9-Pistole. Nee. Ach nee, da müssen wir was machen. Das kriegen wir nicht auf. Wir brauchen einen Schlüssel oder sowas. Sehen wir das wieder auf der Karte? Ja. Der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um sich die gegenwärtige Position und Umgebung anzusehen. Er zeigt auch interessante Details sowie Objekte an, die sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben. Freundlicher Hinweis. Dann ist wahrscheinlich wieder hier grün oder sonst was, ist dann wieder geklärter Raum. Hier beim UBCS brauchen wir keine Weicheier, die bei jedem kleinen Kratzer zurück zur Basis kriechen. Wenn ihr jemanden wollt, der eure Wehwehchen wegküsst, versucht es woanders. Große Jungs mischen sich ihre Arznei selbst, also hämmert euch diese Rezepte in den Schädel. Starke Mixtur, grünes Kraut zweimal, ultrastarke grünes Kraut und rotes Kraut oder grünes Kraut dreimal. Mhm. Erste-Hilfe-Spray, das könnt ihr nicht selbst herstellen. Wenn ihr eins seht, schnappt es euch. Das sollte alles gewesen sein. Jetzt Schluss damit und holen wir uns ein Bier. Und Antidote gibt's nicht? Oh, mein Freund. Was bist du denn? Wieder was zum Einsetzen. Mhm. Sieht fast so aus, als könnte ich es starten, wenn ich das richtige, was auch immer, einlege. Das ist bestimmt für den Strom hier, wa? Clock Tower Commemoration. Mhm. Ja, warum auch nicht? Das ist meine Truhe, okay. So. Scheiß auf den Zähler.
geht um die Sicherheit, dass wir nicht bestimmte Sachen neu machen müssen. Und Licht hätte ich gerne. Na toll. Der Überlebende. Wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Blutige Angelegenheit hier. Ich sehe einen Schatten. Wehe, da kommt einer von hinten. Sowas kann ich gar nicht leiden. Achso, ich musste hier lang. Okay, ein Schlüssel. Dient nur zu meiner Sicherheit. Außerdem, Gaffen ist echt total schlimm. Oh. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Okay. Ist die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Naja, ich versuch's. Wenn ich zumindestens... Wenn ich Sachen finde, einen Schlüssel und so weiter, werde ich versuchen, auch zurückzulaufen. Weil es gibt ja sehr oft dann so ein Point of No Return, ne? Bei den Spielen. Ich muss das löschen. Hier ist so ein Hydrant, wa? Okay, geht natürlich nicht. Da brauche ich noch was. Frage ist was? Huch. Ach, die habe ich doch gerade weggemacht. Ich hätte sie mal nicht wegmachen sollen. Schade, dass sie keine Munition fallen lassen, ne? Oh, schade, dass es wieder aufsteht. Ich dachte, es wären... Wahrscheinlich auch doch nicht. Wie, ihr steht auf. Was bist du? Gar nichts. Oh, ich will eine Taschenlampe. Oh, ich habe eine Taschenlampe.
doch mal. Hallo. Oh, ein Safe Room. Und ein Schmuckkäste. Halt. Halt. Ja, 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 Objekte untersuchen. Das hatte ich nämlich gerade vor. Jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Ich sehe ja nicht immer den Chat klar im Moment mal. Wenn ich so konzentriert, so hoch konzentriert bin. Ich knalle keine zukünftigen Kunden ab. Ich verhelfe dazu, dass hier wieder, ne, die Qualität und der Quadratmeterpreis im Wert steigt. Ein falscher Rubin, offenbar so gefertigt, dass man ihn irgendwo hineinstecken kann. Der Strom daneben. Das ist, glaube ich... Ist es das bei da war so eine Viereckform, aber ich weiß nicht, ob da eine Aussparung war. Aber da in der Nähe haben wir das Ding. Das heißt, den verstauen wir erstmal hier. Und... Das schieben wir dann nachher zusammen. Und ich glaube, fürs Erste... Komm, wir nehmen wir das auch. Okay. Okay, weiter. Ich dachte gerade, da steht jemand. Stehen aber wieder auf, ne? Okay, jetzt stehen sie nicht mehr auf. Oh, der steht wieder auf. Hi. Ich weiß gar nicht, wo ich bin hier gerade. Donutladen war ich, okay. Okay, da brauchen wir einen Seitenschneider. Beziehungsweise nicht Seitenschneider, sondern... Ja, ja, ja. Gerade mitgekriegt. Okay, Test erfolgreich. Genau aus dem Grund schieße ich immer nach. Ja. Ein Löschschlauch. Oh, oh, hinter ist mir irgendwas. Die Gewalt wird jeden Tag schlimmer. Hab uns jetzt eine Flinte besorgt für den Fall, dass bald das Fass überläuft. Ich werde nochmal los Patronen holen. Ich schließe die Flinte erstmal im Kasten ein. Da sollte sie vor diesem sicher sein. Wenn alles im Bach untergeht, schneidet die Kette durch und benutzt die Waffe. Ich bete, dass wir alle heil überstehen. Okay, doch nicht. Okay, wir brauchen die... Wenn Sie ein Objekt zum Öffnen einer Tür oder Lösen eines Rätsels benutzen möchten, wählen Sie im Inventar benutzen aus. Ja, haben wir ja nicht. Geht nicht. Ui, hier haben wir... Was? Falsch, da. Die heilige Handgranate. Und hier kommen wir noch nicht hin. Okay. Irgendwas schnauft doch hier. Hallo? Das muss das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay.
Haben wir schon fast gedacht, dass es wieder so ein Sammelzeug gibt. Keine Reaktion. Da ist auch kein Strom. Gewährleistung eines sicheren U-Bahn-Betriebs. Im Falle eines Stromausfalls wird die U-Bahn automatisch den Betrieb einstellen. Logisch. Sobald die Stromzufuhr wiederhergestellt wurde, muss am Stellwerk die zu passierenden Stationen sowie die zu befahrenen Gleise neu eingestellt werden. Wenn das System eine Route als unsicher einstuft, wird ein Fehler zurückgegeben und der Betrieb kann nicht aufgenommen werden. Okay, gut zu wissen. Nochmal ein verschlossenes Ding. Ich weiß zwar nicht, wo ich hin muss, aber ich muss das Feuer löschen. Hallo? Okay, da nicht. Hab ich gehört. Dieses neue Haarwasser von Umbrella verkauft sich wie geschnitten Brot. Das Zeug von denen wirkt immer wie Wunder. Überrascht mich also nicht. Ich hatte schon damit gerechnet und eine riesige Ladung bestellt. Meine Instinkte haben sich ausgezahlt, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich bin mir sicher, die Verkäufe werden noch anziehen, wenn es sich rumspricht. Allerdings machen mir diese Gewaltausbrüche Sorgen. Und dieser Schwitz, die man in den Nachrichten sieht. Vielleicht sollte ich in einen guten Safe für das ganze Geld investieren, das ich verdiene. 2. September. Der neue Safe ist einfach perfekt. Niemand kennt die Kombination, noch nicht mal meine Frau. Es ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aqua-Cure-Königin. Und sie würde sie nie einem Dieb verraten. So, vielleicht sollte ich mal... kombinieren. Aqua Queen Königin. War dazu hier noch ein Hinweis? Das ist nicht die Aqua Queen Königin, ne? Nein. Okay, es ist bloß ein anderer Weg. Es ist nur ein anderer Weg.